Hallo, So, da. Dann kann ich ja noch erstmal gehen, was essen holen. Ihr macht Geh dein das Essen schon. holen. Ja, Hässliches Schwein. ich hab gestern gekocht und das ist noch übergeblieben und dann muss ich das jetzt essen. Sonst geht das kaputt. Hässliches Schwein. Aber so lauer lecker. Und ist übrigens wirklich Schwein. Nämlich Schweinebraten. Also Kassler. Ist vom Schwein, glaube Hässliches ich. Schwein. Selber hässliches Schwein. Ich muss. Jetzt rede ich jetzt mit mir alleine, weil der Essen holen geht oder was? Spieler, da sag was. In der letzten Folge. Ich wollte damit aufhören, aber ihr macht ja nichts, wenn ich nichts sage. Genau, ich bin Miss Camping geworden. Ich habe eine Misswahl gewonnen. Das darf ich niemandem erzählen. Du hast bei einer Misswahl betrogen. Ich habe bei einer Misswahl betrogen und gewonnen. Das darf Ja. ich trotzdem niemandem erzählen. Nee. Ich versuche mich auch gerade an das alles zu erinnern, was mir so ins Auge stach, aber. Ah ja, genau. Das war eigentlich das Geilste. Das Geilste war, wie alle auf Carbon einreden, naja, du müsstest vielleicht schon schwul, weißt du, der schwule Ork. Und der so, ah, ich weiß nicht. Da kannst du dann in die Umkleide der Frauen und du darfst zugucken, wie sie sich umziehen. Ach so! Naja, dann sag das doch. Das fand Das ich gut. war in der vorletzten Folge. Jetzt pass mal auf. Wir machen jetzt das 31. Nee, das 16. Intro. Seitdem ich den Laden ja quasi schmeiße. Und seit 16 Intren ist es so, dass wir die letzten beiden Folgen zusammenfassen. Immer den letzten Spielabend. Und das erkläre ich euch jede Woche. Und dann wieder. Und dann wieder. Und dann wieder. Und das zehrt aus. Und deswegen ist es vollkommen korrekt, wenn ich das sage, auch wenn es vorletzte Folge war. Verstehst du das? Er hat Schaum vorm Mund. Also, was habe ich jetzt verstanden? Was? Wo? Er hat Schaum vorm Mund. Ja, das habe ich gehört, aber warum? Weil ich wieder meine Weiblichkeit bewiesen habe. Und dann wieder. Welche Und Weiblichkeit? dann wieder. Begriffsstutzigkeit. Und Das finde ich dann gut. wieder. Was ist los mit dem? Er versucht sich gerade auf mein Niveau herunter zu blöden. Und dann wieder. Der Talent. Und dann wieder. Nimm ihm mal bitte den Spiegel weg. Nee. Und dann wieder. Telly, Kaman, hast du noch was zur letzten Folge beizutragen? Das war ja ganz schön was los und sicher hast du auch ein paar Gedanken, die ja alle interessieren werden. Er ist zu Kevin geworden. Ich bin nicht König geworden. Aber du hättest es verdient. Ja, ich war der Beste und Schönste und Geilste. Und du hast das beste Essen gezaubert, das man zaubern konnte. Richtig. Er hat episch gepatzt. Das war wunderschön. Ja, ich kann das auch. Ich wollte mich auch einmal Ja. auf Jojo herablassen. Verstehst Moment. du? Hättest du das mal eher gesagt? Du hast immer gesagt, ist nicht. Ja. Da hatten wir uns aber noch nicht getroffen. Jetzt weiß ich ja, wie ich aussehe. What? Hä? Im Real Life und so. Ach so. Aber ich glaube, die Annäherung danach war auch. Warte. Nee, sie hat das danach trotzdem unterbunden. Und mir ist aufgefallen, eigentlich sollte ich euch ja irgendwie verkuppeln. War schon drei und so, aber jetzt habe ich halt Freya geschaffen. Aber bei der epischen und gar wunderbaren Endkrise dieser Beziehung kann natürlich dann Jojo Kaban trösten. Stimmt. Top. Und Daddy, der so tief inniglich, also Kaban verletzt ist, wird dann sagen, der wische ich richtig eins aus und nehme mir jetzt die kleine Schnitte.
Und dann... Von der sie dachte, dass ich immer sowieso was mit ihr hatte. Ja. Und dann kommt Vlad und der sagt, Junge, krass, ich zerböller dich. Und dann zerböllert er dich. Und dann sag ich ihm, du kannst doch nicht den Vater deiner, ne? Na, dann zerböllert er dich halt gleich viel mehr. Was? Moment! Den zukünftigen Vater. Das sind einfach Dinge, die sind jetzt einfach entschieden, da kannst du auch nichts mehr gegen sagen. Moment. Ja, Moment, wie Moment? Seit wann haben Frauen was zu sagen? Das ist eine berechtigte Frage. Ah, okay, das vergesse ich immer, Entschuldigung. Selbstverständlich wird es genauso sein, wie du es sagst. Sehr schön. Schade. Allerdings ist es ja auch so, wenn du dich in der Beziehung, in der zukünftigen mit Jojo so verhältst, wie du es bei Freya tust, dann, naja. Dann hast du nichts mehr zu sagen. Verstehst du? Nee, Einspruch. Abbruch. Das klingt vernünftig. So. Wie, jetzt machst du einen Rückzieher? Nee, ich verhalte mich einfach nur anders. Ach so? Du zeigst also jedem das Gesicht, das er sehen will. Welches Gesicht möchtest du mir denn zeigen? Du brauchst einen Kerl mit Rückgrat, du. Bitte? Du brauchst einen Kerl mit Rückgrat. Also nicht kabern. Hat sie nicht gesagt. Schön, dass ich genau das gedacht habe. Hat sie nicht gesagt. Ich hab Rückgrat für zwei, du. Und wenn du willst, reiß ich dir auch dem anderen Typen eine raus. Dann hab ich drei Rückgrate. Ich finde es so gut, wenn du immer versuchst, Dialekt zu sprechen. Ich kann das gar nicht. Ich liebe dich. Das ist richtig. Ich merke das meiner. Aber es ist so schön. Ich fühle mich dann immer weniger schlecht. Ich kann das nämlich auch nicht. Deswegen versuche ich es gar nicht erst. Außer die paar, die ich so ein kleines bisschen kann. Was war das Letzte? Sauerkirsche. Juti, viel Spaß und bleib geil. Es verhält sich folgendermaßen. Ihr trefft euch an dem Ort mit dem Schmuggler, den ihr vorher ausgemacht hattet. Gandhi bringt euch ja hin. Jetzt ist es so. Eure Ausrüstung. Da müssen wir, bevor ihr richtig loslegt, erst einmal kurz drüber sprechen. Ja. Naja, ich habe keine Informationen diesbezüglich erhalten. Das heißt, ich werde jetzt die Ausrüstungsliste. Wir nehmen alles. Und mehr. Naja. Das wollte ich mir gestern Abend noch ausdenken. Also, Ausrüstung gemeinsam. RFID-Löscher, ja oder nein? Nee, wofür? Weil, falls wir in einen RFID-Nebel kommen, dass wir ausgelöscht werden können. Bringt nichts, das werden RFIDs sein, die du nicht so einfach auslöschen kannst. Das ist nur zusätzlicher Ballast. Wir müssen das alles schleppen. Und wenn einem von uns was passiert, müssen wir die auch noch schleppen. Hat sich Jojo jetzt jemand durchgesetzt, oder? RFID-Löscher bin ich gegen. Ich bin dagegen, so viel mitzunehmen. Das ist das erste Teil. Da kannst du mit dem Argument nicht so viel nicht kommen. Naja, theoretisch schon. Generell gemeint. Also reden wir nochmal drüber. White Noise Generator. Ja. Wofür? Obwohl, White Noise brauchen wir nicht. Wir brauchen einen Störsender. Okay, Störsender. Habt ihr zwei Stück. Welchen oder beide? Einen. Welchen? Zielgerichtet oder Bereich? Welcher ist größer? Wir sind... der zielgerichtet ist größer, aber der ist auch besser. Aber wir sind ohnehin im Wald. Das bedeutet, der normale müsste hoffentlich reichen. Okay. 3D-Mapper nicht, nehme ich an. Was? 3D-Mapper? Nein, zu groß, glaube ich. Disco-Kugeln nicht. Lasermikro nehme ich an, ja, weil das auch nicht wiegt. Datenwanze. Lasermikro wird uns aber nicht viel bringen. Lasermikro bringt nur in Gebäuden was. Das Ding, was du gegen die Scheibe hältst. Ihr wisst doch gar nicht, ob die da Gebäude haben. Du hast recht. Oder und auch bei dem Zelt. Ja. Bringt also das ja, was? Ja, natürlich. Datenwanze. Was macht die denn nochmal? Na, die kannst du an ein Glasfaserkabel anschließen und dann hört die passiv alles mit und das kriegt keiner mit. Ja. Nope. Ja, seid so witzig. Das Ding ist klein. Das ist unauffällig. Sehr klein. Und eventuell müssen wir sowieso ein bisschen Daten abfangen. Okay. Mikrotransceiver, ja. Sie. Ja. Atemluftfilter. Ja. Ja. Kletterausrüstung. Ja. Kommt drauf an, ist das hier bergig oder nicht?
Nee, es war Flachland, hat er gesagt, glaube ich. Ihr wisst nicht genau, wo er hinfahrt. Das stimmt. Gibt es hier in der Umgebung irgendwie, das war ja nicht so ewig weit weg davon. Aber wir sind Nee. im Wald, das könnte man mal einen Baum brauchen und so. Also bergig ist es nicht. Aber für den Baum ist das vielleicht gar nicht mal so schlecht. Also ja. Taschenlampen, ja. Fernglas optisch auch für Zauber. Ja. Dietriche. Ja, ich kann mit zwar nicht umgehen, aber möglicherweise Doch, du brauche ich hast die. Schlosser. Doch, du hast Schlosser. Habe ich. Sehr gut. Sequenzer. Nee. Ja, wahrscheinlich. Der Sequenz ist auch relativ klein. Ja, aber ich will nicht alles mitnehmen. Ich gehe immer davon aus, dass wir auch was verlieren können und im Wald kriegen wir es nie wieder. Ja, aber wir können das wieder kaufen, sobald wir in der Stadt sind. Ja, Sag mal, stehst du nicht bei Jojo mit tausend in der Kreide? Weißt du, wie teuer das alles ist, was wir da gerade dingsen? Also ich glaube, die Hälfte davon ist Loot. Ja, okay, trotzdem. Nee, ich meine, das habt ihr nie gekauft, weil es immer so teuer Ja, war. aber es ist sinnvoller, wir müssen sowieso ein Hardware-Kit mitnehmen. So, wenn irgendwas ist, müssen wir ein scheiß Hardware-Kit dabei haben und damit können wir Ja, auch aber den du gehst doch nicht mit Sequenzer. rein. Ach so, stimmt ja. So, und ich komme mit einem Hardware-Kit nie an einem Schloss vorbei. Doch. Also, ja. Okay. Also du hast Schlosser, damit kommst du an einem Hardware-Kit vorbei, aber es wird halt mit Logik gewürfelt und du hast das nicht im höchsten Pool. Mikrokameras, ja. Punkt. Fliegende Splittergranaten-Sprengstoffdrohne. Zu groß. Das Ding ist Müll. Strukturschwächungsdrohne. Brauchen wir nicht. Die brauchen wir nicht, genau. Karbansdrohne hat damit nämlich an, die Flying Apple. Ja. Die ist ja auch Yuppie. praktisch. Jazz. Also ich sehe hier, dass ihr eine Dose nur habt. Das ist ja erbärmlich. Nee, ich hab noch was. Achso, das in der gemeinsamen Ausrüstung habt ihr vielleicht eine und dann vielleicht noch jeder was. Okay. Jazz. Ja, nimm mal mit. Ich kann Jazz gebrauchen. Hardware-Kit ist klar, Survival-Kit ist klar, eins nehme ich an. Ja. Medikit ist klar. Waffen, Gaban, go. Jetzt wird's kompliziert. Das darf nicht zu viel sein, das ist das Problem. Und vielleicht nicht die teuersten Waffen der Welt. Ja, das ist wohl richtig. Aber ich hätte eigentlich wohl gerne mein Gewehr dabei. Das ist ja nicht die teuerste Waffe der Welt. Das stimmt. Aber die beste und geilste und coolste. Außer natürlich meiner Konfettikanone. Aber die kommt nicht mit. Moment, nee, deine Konfettikanone kommt doch, dachte ich, mit bloß die Gulaschkanone nicht. Ach ja, stimmt, Gulaschkanone, ich vergaß. Meine Schrote, da bin ich noch gar nicht sicher, ob ich die mitnehme oder nicht. Alles klar. Also kabern sie mal erstmal noch. Eben. Ja, warte. Ich muss eben kurz meine Ausrüstung öffnen. Die ist im Forum, weißt du, Die ist ne? im Forum, genau. Ich habe Ja, alles weil ins Forum die für übertragen. die Waffen und so weiter hatte ich ja quasi. Alles im Forum. Die normalen Standardwaffen habe ich auch nochmal auf dem Charakterblatt, deswegen. Die brauche ich sowieso. Ist auch gut, dass du einfach vier Zastavas hast. Ah nee, eins ist eine Maschinenpistole, aber einfach drei Zastavas. Ja, Man aus weiß ja Gründen. nie. Das ist eigentlich, sind die, die sind eigentlich geplant für verschiedene Kofferchen, die ich dann in der Stadt packe. Okay. Aber dazu muss ich noch kommen, die irgendwo mal da zu deponieren in der U-Bahn und so. Ich hätte gerne mit meine Maschine, eine Pistole, Die meine, HK, ne? ja, genau die, das Kampfmesser, eine von den Zestavas. Ja. Das ist halt Standard. Ich bin mal überlegen, ob ich das ob ich das Scharfschützengewehr mitnehme. Na, Scharfschützengewehr ist auch einfach mal echt zu viel gesagt, ne? Das Jagdgewehr. Ja. Aber du weißt doch, wie ich mein Scharfschützengewehr mag. Also mag ich mein Scharfschützengewehr, ich nehme das mit, die Winchester. Jutti. Ja. Und natürlich nehme ich meine Panzerjacke mit der Wärmedämmung und so weiter mit. Jo. Jojo. Ja, Waffen. Ja, die Zastava kommt mit. Die ist nicht teuer und praktisch. Und leicht vor allen Dingen. Dann Die Armbrust. bist du bescheuert. Sie. Wir sind vermutlich irgendwo in der Wildnis unterwegs, ne?
Oh, ich will auch noch Stimpacks und Trauma-Patches mitnehmen. Das steht nicht in eurer Ausrüstung, also besitzt Aber du bei keine. mir steht die Ausrüstung, bei Aber meiner warum persönlichen deine? Ausrüstung. Aber deine persönliche Ausrüstung, ich dachte, die ist auch im Forum, oder sind das nur Waffen? Das sind Nee. nur die Waffen. Okay, ja, dann nimmst du die noch mit, easy. Es könnte sein, dass ich die eigentlich unter gemeinsame Scheiße gepackt Nee, da habe. stehen sie nicht, sonst hätte ich doch vorhin erwähnt. Ich habe hier zum Beispiel noch Gun für Suga, Super Warhawk, Einkommling der Orken, viermal Stimmpatches, Ach Stufe so, ja, 2, Trauma-Patch und so weiter. das ist so scheiße, den habe ich da nicht mit reingepackt, weil ich mir nicht ganz sicher war, genau. Scheiß, also diese Waffe von Gunfist, die muss da unbedingt nachgetragen werden, Alter. Ja, Die das ist Rupa wohl Super Warhawk von Gunfist, super Sache. wahr. Ne, also mal im Ernst, Junge. So, Jojo, du So. hast gesagt, Zestäve. Die Zestäwe. Genau. Und dann möchte ich gerne das Überle ein Überlebensmesser möchte ich gerne mitnehmen. Easy. Und oh Gott, nehme ich die Schrote mit. Die ist natürlich groß und schwer und hat nicht viel Schuss. Ja, doch. Aber es ist meine kleine Na, Schrote. entweder die oder die Schrotpistole. Falls du Ja. Schrot haben willst, aber halt kein großes, schweres Ding. Ja, das ist wohl wahr, aber ich glaube, da ist es tatsächlich sinnvoller, wenn ich mein Schrotgewehr mitnehme, weil sie damit besser um kann. Jutti. Und dann die Panzerkleidung. Genau. Aber. Noch irgendwas aus deiner persönlichen Ausrüstung? Du hast sie jetzt nicht hier, deswegen sage ich dir das, was du da stehen hast. Kontakt ins Ohrstöpsel ist klar. So, ich habe fast doch alles da drin stehen, okay. Ja, da ist fast Fast alles alles. drin. Und du hast noch eine Dose Jazz, ja. Genau. Und Diabolos! Ja, aber die nehme ich nicht mit. Ach so. Ja, aber das ist eine Nebenbeschäftigung von Jojo. Wenn sie nichts zu tun hat, dann spielt sie damit rum. Performance üben, sagst du? Genau. Hilti. Genau. Nee, ansonsten habe ich jetzt nichts mehr, was noch speziell mit müsste. Und das An den ist Störsender weniger. haben Ach wir ja so, gedacht. jetzt nochmal eine ganz wichtige Frage. Was ist jetzt mit diesem RFID-Löscher? Nein. Juti. Juti, also ihr fahrt dann dahin. Trefft euch mit dem Schmuggler. Der wird euch folgende wunderbare Aufwartung machen. Der hat einen Tanker stehen, Ach also verdammt, ich hatte als das. Ich muss Fahrzeug. doch drücken. Ja, du wolltest noch was Ich sagen? wollte widersprechen. Ach so, und deine Mutter. Ah, dann packen halt einen, aber den schleppst du. Ja. Das Ding ist halt so groß wie eine kleine Kaffeetasse, ne? Uhuhu, ja, das packe ich mir in den Rucksack. Hehehe. In jedem Fall, der hat da so ein Tanklaster. Und da dürft ihr dann hinten reinklettern. Da ist dann so ein Schmuggelfach, was groß genug ist, damit ihr beide da sitzen könnt. Und wenn ihr beide da sitzt, dann berühren sich eure Knie, nicht nur Ramonches, sondern vor allen Dingen auch unbequem. Eure Ausrüstung liegt unter euren Sitzen, ist neben euch verstaut und unter euren Füßen. Euer Bewegungsspielraum beträgt 0 Zentimeter. Gut, dass Jojo so klein ist. Ja, außerdem ist dort Licht und Matrix, damit es nicht ein bisschen langweilig wird. Dann wird quasi hinter euch die Tür zugemacht und er rät euch auch, diese Tür nicht aufzumachen, denn da hinten wird jetzt Rohöl eingefüllt. Bis zum Anschlag. Was atmen wir eigentlich? Luft Die, hoffentlich. Sauerstoff. Ach so, Also wie kommt denn ihr atmet ein Gemisch aus Edelgasen, Sauerstoff und Kohlenstoffdioxid. Und weil du jetzt fragst, wie das da reinkommt, na zum Beispiel könnte man ja einfach ein Luftsystem, also ein Ventilationssystem so eingebaut haben, wenn ihr an einem Rand seid, was ihr ja seid, dass quasi von außen da Luft eindringt durch so einen Filter. Das wollte ich ja nur wissen, ob es sowas gibt da. Nee, ihr sollt auch sticken, heißt den Schweine. Und dann fahrt ihr los. Und er meint noch, das dauert jetzt. Viel Spaß, ihr wolltet irgendwas besprechen. Jojo ist fürchterlich hibbelig. Besonders, weil sie sich nicht bewegen kann. Was ist los? Wieso? Du bist hibbelig. Ich bin immer hibbelig. Ja. Ja. Gehen die AR? Nee, warum? Um die abzulenken oder so? Dann bin ich immer noch hibbelig. Dann hibbel ich trotzdem die ganze Zeit rum. Wie lange kennen wir uns jetzt? Tage. Seit einem Jahr. Seit über einem Jahr. Ja, ist richtig. Ich wollte ja nur meckern.
Ach so, und du wolltest meckern. Ich vertreibe uns damit ein bisschen die Überleg dir Zeit. lieber, was du Freya zum Geburtstag schenkst. Kaba guckt dich ein bisschen entgeistert an. Scheiße, die hat bald Geburtstag, oder? Naja, ich glaube in 1,5 Monaten oder so. Sie hat sowas erzählt, kann ich mich erinnern. Ihr könnt es nachsehen, es steht auf ihrem Profil da, ne? Ich guck noch mal in meinen Kalender. Der steht übrigens nicht drin. Ich guck dann auf Junge, ihr Junge, Profil. Junge. Na, wie Am gesagt, am 8. Oktober. 8.10. Wie viele Tage sind das noch? 1,5 Monate. Wir sind jetzt am Ich 19. August. mache mir einen Reminder für 15 Tage vorher und für 10 Tage vorher und für 5 Tage vorher. Ich muss ihn geschenkt besorgen. Ich mag das, wenn Spiele das machen und ich antworte ihnen immer das Gleiche. Junge! Darauf werde ich nicht achten, das machst du schön selber, ansonsten ist dein scheiß Reminder halt von Dr. Baryshnikov und Kevin zusammen so infiltriert worden, dass er dir es nicht angezeigt hat. Das musst du dir tatsächlich selber mal ein bisschen vor Augen halten, meiner. Oh Mann! Oh Manu! Schreib's dir oben auf deinen Charakterbogen drauf. Sowas mache ich auch immer, wenn ich irgendwas behalten muss. Du könntest dich dann einfach, genau, mach das. So, und du solltest dir vielleicht überlegen, was du ihr erzählst. Die wird wahrscheinlich Fragen stellen. Hier, wegen der ganzen Nummer. Ja, wir hatten da eine Übung, habe ich dir auch gesagt. Ja, aber so wie sie klang, wäre es vielleicht klug, wenn du dir noch jemanden besorgst, den du als Backup dahinsetzen kannst, weißt du, den du irgendwie einweist, zumindest so ganz grob, nicht komplett, aber grob, irgendwer, der zumindest weiß, dass du zwischendurch mal ein bisschen länger weg bist. Und dann könntest du vielleicht denen einfach die Nummer geben, wenn Freya da anruft, ist der halt ein Supervisor, was auch immer, und sagt dann halt hier, der ist bla und was weiß ich nicht was. Dem musst du halt vorher mal eine Geschichte erzählen. Das ist viel zu kompliziert. Das ist überhaupt nicht kompliziert. Es müsste nur irgendein Bekannter sein. Was weiß ich, dein Grenzerkumpel oder so. Der war doch ganz locker. Der hat die ganze Zeit über seine Ehefrau gelästert. Der hilft dir bestimmt. Wenn ich dem jetzt erzähle, quasi. Dass du Nee, nee, wieder. nee, nee. Wenn der an Freya rankommt, dann ist Freya aber lange nicht mehr sicher. Wieso das denn? Der Junge ist der Teufel. Inwiefern ist er der Teufel? Hast du den schon mal angeguckt? Ja und? Das ist ein ganz normaler Typ, der unzufrieden mit seiner scheiß Ehe ist. Du Ich weißt doch, weiß Freya ist nicht in Gefahr. Der hat doch jetzt diese kleine Blauhaar hier. das. Achso, hat er die schon wieder. Ja, weißt du das nicht mehr, die Nutter, die er dir empfohlen hat? Ah, doch, stimmt. Da war Siehst du? was. Und mit dem Naja. muss man aufpassen. Aufpassen muss man mit dem. Pff. Also ich würde es dir empfehlen, dir sowas zu besorgen, weil sie wird Fragen stellen und irgendwann kann es auch mal sein, dass sie sich Sorgen macht und dann will sie vielleicht mal eine Nummer von irgendwem. Ja, ich muss mir mal sowas organisieren. Gute Idee. Solltest du Dankeschön. wirklich tun? Sowas ist immer kompliziert. Ich weiß, dass das kompliziert ist, aber was du dir über kurz oder lang vielleicht sogar mal überlegen kannst, ist, dass du ihr ein Zugeständnis machst, insofern, als dass du ihr zwar nicht erzählst, was du wirklich machst, aber zumindest sagst, dass du irgendwie. Also, dass das mit der ganzen Jagd und der ganzen Geschichte vielleicht nicht ganz so legal ist und dann wird sie wahrscheinlich auch keine weiteren Fragen stellen. Aber dann musst du halt wissen, ob du jetzt, also ob sie das schluckt oder ob du ihr so weit vertrauen kannst. Ja, ich weiß nicht, das ist so ein Konzern-Kiddy. Naja, also ich sag mal so, wenn du dir einigermaßen sicher bist, dass sie das auch wirklich alles will, dann würde ich ihr so ein Zugeständnis machen. Naja, einfach deshalb, weil, ne, du verstehst schon. Ja. Sorry, Es ist. mein Magen tut gerade ein bisschen weh. Okay. Wenn wir da sind, kann ich vielleicht mal gucken, wenn du willst. Ja, mal gucken. Ja, aber du hast wohl recht, ja. Also, ich sag mal so, sie scheint schon, also ich sag mal, A wird sie wahrscheinlich sogar es ziemlich gut finden, dass du sie ins Vertrauen ziehst. Das wird wahrscheinlich das eine sein. Und zum Zweiten, kannst du halt so einfach, sie wird ab einem gewissen Punkt keine Fragen mehr stellen, verstehst du?
Weil das für sie so weit ist, dass versteht sie vielleicht sogar, dass du, also gut, du kennst sie besser als ich, aber sie könnte es zumindest verstehen, dass du ihr das bisher nicht erklärt hast. Und wenn du ihr dann noch irgendwie sowas Schmalziges sagst wie, ja, aber ich vertraue dir, dann wird sie wahrscheinlich glücklich sein und wird das dann so hinnehmen. Ja, ich muss mir da noch Gedanken machen, das ist schwierig. Ich meine, ne, wenn die dann mich ankreidet, dann habe ich ein Problem. Ja, aber sie wird das so früher oder später sowieso, weil du einfach irgendwann an den Punkt kommen wirst, an dem du ihr einfach die Erklärung nicht mehr liefern kannst, die sie glaubt. Ich meine, überleg mal, was passiert, wenn sie einfach mal irgendwann anfängt, sich wirklich übers Jagdrecht oder den ganzen Scheiß zu informieren. Und Gott, oh über Gott. diese ganze Sache. Ja, das ist, die Wahrscheinlichkeit ist nicht gering, dass sie das irgendwann mal tut. Und dann, spätestens dann kommt's raus und dann musst du eine Erklärung parat haben und das ist die beste, die du haben kannst. Und ich sag mal, der Punkt, an dem sie dir das ankreiden kann, der ist schon jetzt gekommen. Der ist jetzt schon längst da. Wenn sie dir ans Bein pissen will, könnte sie das jetzt schon tun. Der Zug ist abgefahren. Das hättest du dir eher überlegen müssen. Aber sie weiß doch Aber noch ich. gar nichts. Also, wirklich Na, ankreiden kann sie mich noch nicht. naja, pass auf. Das meine ich nicht. Aber. Weil du ihr, ja, natürlich hast du ihr nichts gesagt, aber sie könnte trotzdem auf die Idee kommen oder vielleicht, also wenn sie will, wenn sie sauer auf dich ist oder keine Ahnung was, also sich da mal zu informieren, wie das jetzt eigentlich wirklich ist, weil die Geschichten, die du erzählst hast, irgendwie komisch sind. Also das ist schon längst, also Wieso zu ist dem nicht Punkt hast du komisch? Sie schon haben doch längst. von Hand und Fuß, oder nicht? Nee. Das haben sie, aber ihnen fehlt ein Torso. Oh. Ich sollte mal Also. einen von der Jagd mitbringen. Ich hätte dir das nicht abgekauft, glaube ich. Ja. Aber das ist, ich sag mal so, prinzipiell auch nicht schlimm. Deswegen habe ich dich ja irgendwann auch mal gefragt, wie wichtig dir die Kleine ist. Danach entscheidet sich halt, wie viel Mühe ich mir gebe. Und immerhin scheint sie dir wichtig genug zu sein, dass ich mit dir auf ein Doppeldate gegangen bin, Kaban. Um deren Gefallen zu tun. Ja, ich muss mir da mal Gedanken drüber machen. Ja. Also ich wollte jetzt nicht sagen, dass du sie in den Wind schießen sollst. Das wollte ich damit nicht Nee, ausdrücken, aber das habe ich mir auch nicht gedacht. überleg dir halt, dass du ihr irgendwie eine entsprechende Geschichte parat hast. Und dann musst du vielleicht mal abchecken, wie sicher du dir ihrer sein willst und wie sicher du dir ihrer bist und inwiefern, weil dir ist schon klar, dass die ganze Geschichte nicht funktionieren kann, wenn du ihr gar nichts sagst, oder? Ja, aber ich Du habe das kannst. bisher, also ich habe das bis dato mal ganz gut vor mir hingeschoben. Das hat eigentlich ganz gut geklappt, oder? Ja, aber das wird auf Dauer nicht klappen. Spätestens wenn du wirklich mal die ersten Schussverletzungen hast. Da kannst du dich mit einem scheiß Bären nicht mehr ausreden. Und Friendly Fire, das funktioniert einmal, aber nicht dreimal. Oder wenn du dann wirklich mal im Knast sitzt, überleg dir mal, was du ihr dann erzählst. Ja, die kriegen wir nicht in den Knast. Ja, ich sag's Vermutlich. dann nur. Na, also du weißt selbst, was alles passieren kann. Oder dann musst du dann eben doch mal eben untertauchen für 2 Wochen. Oder für 3 Wochen. Oder 2 Monate. Ich weiß, dass das unangenehm ist, aber ich habe sonst nichts anderes zu tun. Deswegen kann ich jetzt mit dir solche Gespräche führen. Du könntest dir eigentlich wie wenn man mal einen Wagen angucken, der grummelt ganz schön, ey. Da ist nichts. Also um das abzukürzen, Asken, er ist gesund. Okay, ich kann jetzt nichts sehen. Was falsch gegessen vielleicht? Einfach verträgst du irgendwas nicht. Nee, keine Ahnung. Vielleicht war es auch der ganze Campingfraß. Vielleicht war das nichts für dich. Hallo? Das habe ich alles selber gekocht, das war alles super. Nee, nicht nur. Willst du etwa sagen, meine Küche war partiell scheiße? Nee, ich will nicht sagen, dass deine Küche Danke. partiell scheiße war. Ich will aber auch sagen, dass du auch bei anderen mal was mitgegessen und probiert hast. Ich kann mich daran erinnern, das mitgekriegt zu haben. Das war. An deiner Küche kannst du natürlich nicht liegen, Gavan. Natürlich nicht. Ich bin unfehlbar, was die Küche angeht. Vielleicht das. Kann ja sein. Na, aber das sah eigentlich alles ganz okay aus.
Hat auch nicht irgendwie komisch geschmeckt, also glaube ich nicht. Ja, vielleicht eine kleine, ha, keine Ahnung. Sag mal, du hast doch sowas oft. Wie oft habe ich das erlebt, dass du mit deinem Magen nicht zurechtkommst? Oft. Ja. Ja, irgendwas ist da irgendwie nicht richtig. Es ist jetzt auch nicht übermäßig schlimm, ne? Es macht halt Geräusche und es ist halt so, wie wenn dein Magen ordentlich am Verdauen ist und dann so schön vibriert, weißt du? Krummel, 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 okay. Genau das. Und das halt jetzt einfach konstant, wie sich das hier hört. Vielleicht musst du auch einfach was essen, die ist jetzt auch nicht schlecht oder sowas. Ja, ich meine, es wäre halt richtig übel, wenn ihr jetzt einmal einen bärrissen Dünnschiss hättet und ihr einfach nicht aus diesem Abteil raus könntet und ihr auf eure Ausrüstung scheißt und so. Tja, ich meine, man kann jetzt Hier. das ganze Rohöl nicht wieder ausladen. Gut, dass sie kleiner ist als ich. Ich kann da oben stehen. Du weißt ja, wenn mir die Scheiße bis zum Hals steht, ne? Wir warten durch ein Meer von Kot. Gib uns dafür Kraft und Mut. Ja. Haha, schön. Naja. Weißt du, Also. wenn die Scheiße bis zum Kopf, bis zum Hals steht, ne, dann lass den Kopf nicht hängen. Naja, also überleg dir einfach mal, wen du dir da vielleicht ins Vertrauen ziehst. Also das könnte ganz gut funktionieren. Ich habe sowas zum Teil auch schon gemacht. Okay. Nicht so, aber anders. Das könnte man machen, ja. Also kleinere Zugeständnisse machen für, weil ich sag mal so, wenn sie merkt, dass das alles nicht ganz legal ist mit der ganzen Jagd und so, du tust damit niemandem weh, außer dass es vielleicht das Gesetz verdingst und wo ist die angestellten Neonet, das sind jetzt auch nicht die übelsten Naturschützer. Ja, das stimmt. Aber es Und ist, du beschädigst kein Neonet-Konzerneigentum, sondern nur russischen Gedönse, das Dreck. interessiert die, glaube ich, nicht. Ich glaube, der Benefit wird einfach größer sein, weil du ihr so viel Vertrauen entgegenbringst. Ob du das willst, ist deine Sache. Das kann natürlich sein. Das ist. Ich glaube Es ist schon, halt dass immer das ein so bisschen ist. gefährlich, nicht wahr? Natürlich ist das gefährlich, aber unser scheiß Job ist gefährlich, Karman. Ja, dann muss ich das zu Hause nicht auch noch haben. Ja, aber das genau das hast du, wenn du nichts sagst, wenn du gar nichts sagst, weil dann schürst du Misstrauen. Du musst halt immer die Balance wahren zwischen Misstrauen und ne? Und es könnte sein, dass irgendwann, vielleicht noch nicht jetzt, aber irgendwann der Punkt kommt. Und ob du ihr sie einigermaßen ins Vertrauen ziehen willst, also bis zu einem gewissen Grad halt, wenn du sowas sagst wie illegaler Jäger, weißt du, du tust ja niemandem was damit, du jagst halt, ups. Du schießt ein paar Tiere ab, ich glaube nicht, dass sie das kümmert. Das sind scheiß Viecher. Oder fängst von mir aus auch Viecher für irgendwen als Haustier oder keine Ahnung was, sowas kann man ja auch auftragsmäßig machen. Und dann. Thales-Creme. Und dann ist sie zumindest irgendwie hat sie einen Grund und wird dann halt vielleicht auch nicht fragen, weil du dann halt, ne? Weil sie so, sie will ja auch nicht reingezogen werden. Du willst sie auch nicht reinziehen. Umso weniger sie weiß, umso besser für sie. Ja. Naja, genau. Und naja. Ich glaube schon, dass das vielleicht funktionieren könnte. Wann der Zeitpunkt ist, kann ich dir nicht sagen, dafür kenne ich sie zu schlecht, aber. Das wirst du vielleicht hoffentlich besser einschätzen können, wann du das dann machen, durchziehen willst und wann nicht, aber zumindest solltest du dir, bis du dich entschieden hast, das zu tun, vielleicht mal jemanden überlegen, den du als deinen Vorgesetzten ausgeben kannst und der dir möglicherweise den Rücken frei hält, wenn sie mal eine Nummer haben will, wo sie anrufen kann. Weil sie sich Sorgen um dich macht, weil du 1000 Tage in der Wildnis unterwegs bist. Ja, eigentlich hast du ja recht. Das muss dann alles nur stimmig sein. Ich will dir doch nur helfen, Mann. Ja, finde ich auch gut so. Also finde ich gut, dass du das machst. Und so, danke. Ich hätte ja vorher noch nie nachgedacht drüber. Echt nicht? Das lief so gut, das passte, man musste nichts sagen, war gut. Das ist das Erste, worüber ich immer nachdenke. Naja, du läufst auch dein ganzes Leben lang weg.
Ich so, was? Du läufst dein ganzes Leben über schon weg und kannst niemanden wirklich, also, ne? Ich tu was? Dein ganzes Leben Ich lang lauf weg, weg? ja, im übertragenen Sinne. Wie kommst du auf diese absolut verrückte Idee? Im groben Ganzen meine ich jetzt, nicht jetzt speziell hier. Nee, das erklär mir das mal. Ich nimm eben kurz ein Ohrstöpsel raus und zeige auf den Ohrstöpsel und guck mich dann halt um. Jo, ihr macht Störsender an. Ah, nee, geht nicht, scheiße. Das solltest du vielleicht nicht tun. Richtig, und zwar aber ihr könnt auch nicht einfach den Weiten-Noise-Generator ersetzen. Kabel. Folgendes, ihr nehmt das Kabel aus der einen Datenbuchse, steckt es in die andere und seid so inniglich verbunden wie noch nie und noch was, Kaban. Du bringst die instabile, posttraumatisch belastete, medikamentenschluckende, unkontrollierbare Magierin in einem abgeschlossenen Raum, wo dahinter nichts ist, als Rohöl dazu wütend zu werden. Ja, ich weiß. Sie wirkt nicht wütend. Sie guckt dich einfach nur an. Das ist noch schlimmer, meiner. Also, nachdem du das angeschaut hast. Ich meine, du versteckst dich dein ganzes Leben vor deinen richtigen Eltern. Also vor deinen Erzeugern. Das meinte ich. Aber das wollte ich nicht so laut aussprechen. Stimmt. Du bist das mehr gewohnt als ich. Mehr wollte ich gar nicht sagen. Nur, ich habe keine Ahnung, ob die zuhören, deswegen wollte ich das nicht so direkt sagen, weißt du? Alles gut, Kaban. Bist du jetzt sauer? Nein. Du klingst nicht so. Ich bin noch nicht sauer. Nein, du klingst nicht so, als wenn du nicht sauer wärst. Ich bin nicht sauer, Kaban. Sondern? Nichts. Okay. Na dann. Was machen wir jetzt mit unserer Zeit? Ich öffne ein Schachbrett. Obwohl, nee, das ist ein Schachbrett oder was? Ja, ein Schachbrett. Wir sind ja sowieso gerade mit AR miteinander verbunden, also können wir auch Schach spielen. Obwohl, das verliere ich wahrscheinlich. Wie wär's mit Bomberman? Ja, Bomberman klingt besser. Das ist auch noch für Jojos Anti-Gewalt-Computerspiel noch verträglich. Ja. Bomberman ist gut. Ich gehe übrigens VR, damit ich schneller reagieren kann. Uncool, aber möglich. Ja. Moment, du gehst VR? Ja. Nein. JT, dann würfel doch mal Wahrnehmung minus 6 und es gibt natürlich keine Boni von Sicht oder so, steht, aber darum geht's auch nicht. Wahrnehmung minus 6. Natürlich und Intuition, ich bin ja kein Unmensch. Aber der normale Malus halt, wenn du in der VR bist. Das kommt irgendwie gerade doof, glaube ich. Ach so. Null Erfolge. Tja, JT. Jojo, du spielst, was weiß ich, 20 Minuten Bomberman mit ihm. Hä, warum sehe ich denn nicht, wo er gewürfelt hat? Weil er das in dem Chat mit mir aus Versehen gemacht hat, weil ich ihm noch vor uns geschrieben habe, dass er einen Magen krummelt. Das ist nicht schlimm. Hauptsache ich sehe das. Nee, das ist alles gut. Ich habe nur gedacht, mein Teamspeak hätte nee, funktioniert. Alles cool. Nachdem du 20 Minuten mit ihm gespielt hast, kommt dir ein gar lieblicher Geruch in die Nase. Das ist der Geruch, ich hoffe, es von ist nur gut Geruch. Vorbereitetem, leicht sämig-cremigen, nicht aufgeschäumten Dünnschiss. Ich hasse dich! Er kommt nicht von dir, Jojo. Ja, Jojo setzt sich auf Kabans Schoß, damit sie davon nichts abkriegt. Moment. Erstens, es ist einfach nicht einem ultra große Masse. Ach so. Und selbst wenn, würde die quasi in seiner Hose einfach an seinen Beinen erstmal verteilt werden. Vermutlich ist sie an seinem Popo verteilt, aber naja. Hey, VR hat auch Nachteile, Alter. Alter, das kannst du doch nicht bringen. Ich kann einiges bringen, Junge. Das geht doch nicht. Du hattest einen Patzer. Du dachtest, es wird leicht, bei mir einen Patzer zu haben, aber du wolltest halt keine Edge benutzen. Du wolltest deine drei Erfolge behalten, Junge, bitteschön.
Das kannst du so nicht machen. Doch. Von Jojo kommt eine Nachricht im in dein VR rein. Du solltest dir vielleicht mal die Windeln wechseln. So ziehst du mich hier doch gar nicht aus. Ich bin immer noch ein Leben im Vorteil. Das meinte ich nicht. Wie? Du verströmst gerade denselben angenehmen Geruch, den meine Nichten auch verströmen. Morgens. Ich gebe VR. AR. Ja, du hast ja einfach einen nicht riesigen, aber dennoch ansehnlichen, sehr flüssigen Fladen in deine Hosen gesetzt. Und du merkst es an deinem rechten Oberschenkel auch, wie es etwas breit getreten und klebrig ist. Ernsthaft, niemand mag diesen Spielleiter. Ja, Kaban wird ein bisschen rot. Alles gut, das Magengrummeln hat übrigens komplett aufgehört. Na super. Es ist zu spät. Das kann man so sagen. Aber du wolltest ja die Kontrolle über deinen Schließmuskel verlieren. Hallo? In der VR? Da verliert man nicht die Kontrolle über seinen Schließmuskel. Doch. Aber natürlich, du verlierst sämtliche Kontrollen, nur dein vegetatives Zeug funktioniert halt. Der Schließmuskel ist vegetativ. Nein. Nicht, wenn du Dünnpfiff hast. Hast du mal ordentlich Dünnpfiff gehabt? Wenn nicht, trink mal 5 Sterni und am nächsten Tag erklärst du mir, wie das vegetativ ist, Freundchen. Da hilfst du sogar mit aller Macht. Niemand mag dich, blöder Spielleiter. Jojo, guck dich nur an. Alles gut, meiner. Ich hab schon alles gesehen. Ja. Leute haben sich vor meinen Augen eingeschissen, eingepisst, vollgekotzt, alles Mögliche. Das ist nichts Besonderes und ich kenne deinen Verdauungstrakt jetzt so auf, rot zu sein. Und das alles letzte Woche. Oh Gott. Ist schon ein bisschen peinlich. Nee, ist es nicht. Du musst es ja auch nur ansehen. Nee, ich muss es riechen. Das geht aber noch. Naja, geht so. Du hast noch keine Tränen in den Augen. Aber du wirst das haben, wenn die Schmuggler rauskriegen, was hier passiert ist. Ja, wahrscheinlich. Hätte ich das gewusst, hätte ich Damenbinden eingepackt für dich. Kann doch keiner ahnen. Scheiß. Du musst mir jetzt erlauben, dich wenigstens ein kleines bisschen damit zu ärgern. Nein. Es bleibt gefälligst unter uns. Ich hatte nicht vor, das jemandem zu erzählen, aber dich kann ich doch ärgern, solange keiner zuhört. Nein, ich mach's nicht. Ich weiß, dass es dir peinlich ist. Etwas. Alles gut. Scheiß VR. Aber jedenfalls geht's meinem Magen. Sag ich doch. Scheiß VR. Naja, gut, siehste. Dann hast du vielleicht doch einfach nur Scheiße gegessen und dann ist gut. Zu viel Süßstoff drin gewesen. In irgendeinem Nachtisch. Möglich. Vielleicht in meinem Pfannkuchen. Die waren nicht so lecker. Ich glaube, ich habe so viel Süßstoff reingetan. Ich finde, die geht ziemlich geil. Vielleicht wegen des Süßstoffs. Möglich. Ich weiß auch nicht. So, Pfannkuchen ist auch das Einzige, was ich kann. Und Torte. Wie werde ich den Scheiß jetzt wieder los? Im wahrsten Sinne des Wortes? Ja, den Scheiß. Ja, indem du aussiehst, aber es geht jetzt wahrscheinlich nicht. Nicht hier, nee. Dann wirst du mal warten, bis du aussteckst. Das ist voll die Scheiße. Und eine Wechselhose hast du ja, glaube ich, mit. Ja, ja, klar. Also ihr habt dann den Kram wie euer Survival-Kit und so legale Sachen wie Kleidung und so habt ihr halt dann vorne und nicht in dem Teil dort hinten, weil das hätte halt nicht mehr reingepasst. Also auch keine Muschi-Tücher oder sowas. Ist ja eh kein Klo da, nicht wahr? Brauchst du ja auch nicht. Das brauchst du ja jetzt nicht mehr. Schön, sag gut an, feuchte Tücher, nein, nix da. Dabei ist Sakrotan so gut. Hä? Sakrotan. Feuchte Tücher, kennst du? Kennst du nicht? Na, ich weiß, was Feuchttücher sind, ja. Ja, siehst du? Ah ne, wir dürfen ja keine Markennamen benutzen heute. Stimmt ja. Warum hört Horizon zu?
Möglich. Immer. Horizon hört immer zu. Okay. Eine beschissene Fahrt, würde ich behaupten. Ihr schmort noch ein wenig im eigenen Saft. Kaban schmort im eigenen Saft. Das ist so nicht witzig. Es ist super witzig. Ja, schon. Ah, du hättest das Spiel halt auch gemacht. Ja, schon. Weißt du, in Filmen müssen nie Leute, sehr selten Leute scheißen. Ich finde, das ist eine wichtige Sache, die man auch mal ansprechen muss. Das ist richtig. Dann irgendwann kommt ihr an. Dann merkt ihr, wie das Zeug abgepumpt wird. Dann fahrt ihr noch ein Stück. Und dann bleibt ihr stehen. Dann nach einer Weile geht hinten die Tür auf. So, wir sind da. Alter, endlich. Alter, was ist denn... Boah, Leute. Frag nicht. Lass mich raus. Ja, bitte, ihr nehmt euer Zeug mit raus. Vor allen Dingen sieht man an Kabans Hose jetzt diesen schönen braunen Fleck. Wenn er da lang genug drin gesessen hat, konnte die Feuchtigkeit so richtig schön durchziehen. Ja, aber natürlich. Ach, das ist so widerlich. Alter, das... Nein, nehmt das mit. Ich hab draußen den anderen Kram, lade ich aus. Jojo, flüchtet erstmal ganz kurz. Wohin? In die frische Luft. Achso, okay. Es ist ein erhebendes Gefühl. Ihr steht unweit... Nein, das macht ihr nicht. Es ist ein erhebendes Gefühl. Wir stehen unweit einer Güllegruhe, wolltest du sagen. Ich wollte sagen, einer Kuhweide. Aber es ist halt leider totaler Quatsch. Nee, es ist tatsächlich einfach gut. Und dann lädt sie einfach aus. Gut. Und lässt Kaban sich erstmal irgendwie säubern. Und sie lädt den Kram aus. Ja, ich wechsle ganz fix mal die Hose und so, ne? Ja, na klar, ist überhaupt kein Ding. Habt ihr dann auch Muschitücher und sowas dabei? Alles safe. Du solltest deine Hose vielleicht waschen. Die vielleicht kann erstmal... man die auch einfach eingraben. Oder so. Die jetzt waschen. Keine Ahnung, wenn hier noch irgendwo, weiß ich, sind wir schon mitten in der Wildnis, oder? Jetzt seid ihr schon, also ihr seid jetzt noch am Straßenrand, aber da ist dann quasi so ein relativ breiter Kiesweg nach oben in so ein Stück Wald. Alles klar. Dann vergiss es mit dem Waschen. Trocknen und ausbürsten. Die kommt quasi erstmal in eine Tüte und dann kommt sie ins andere Marschgepäck. Trocknen und ausbürsten. Richtig, sobald es dafür Zeit ist. Wer weiß, vielleicht brauchst du sie nochmal. Das lockt doch wilde Tiere an, oder? Also passt auf, Leute. Hier habt ihr eine digitale Karte von dem Gebiet. Mhm. Wo das Kreuz sind die Typen. Ich würde euch raten, nicht auf den Straßen dahin zu kommen. Am Ende ist eh nur noch ein kleiner Weg, wo gerade noch so ein Jeep durchkommt. Aber würde ich euch nicht raten. Wenn ihr relativ nah dran seid, müsst ihr damit rechnen, dass wenn die euch entdecken, die euch einfach niedermähen. Ohne zu fragen. Ich habe keine Ahnung, was die da machen, aber die sind da schon eine ganze Weile. Und... Genau, ich habe auch keine Ahnung, was die da genau dort haben. Hier oben, wenn ihr den Weg hochgeht und dann geht das wieder ein bisschen in der Senke rein und dann rechts ist so ein ganz kleiner Trampelpfad, da geht ihr rein und da ist ein, sag schon, Baumhaus. Also es ist so ein Kinderbaumhaus, das fällt nicht auf, aber da an dem Baum ist unten, wenn ihr ein bisschen genauer sucht, quasi ein Kabelanschluss für eine Datenbuchse oder einen Comlink oder so, das ist unsere Sendestation. Wenn ihr fertig seid mit was auch immer ihr hier tut, könnt ihr uns hier anfunken. Und halt eigentlich nur da. Ich weiß, dass die Söldner, Wi-Fi ist ja für den Arsch, die benutzen Laserkommunikation. Die haben irgendwo eine Drohne, die irgendwo halt an einen bestimmten Ort fliegt und von dort ein gutes Lasersignal auf irgendeine andere Stelle bekommt. Das heißt, wenn Nebel ist oder so, können die halt nicht nach außen kommunizieren. Aber so oft wird es hier nicht passieren. Also maximal, jetzt ist Sommer, also vielleicht so 4 Uhr maximal bis 5. Das klingt doch schon mal gut. Und... Ja, aber ich weiß nicht, wo der Empfangspunkt ist. Von daher kannst du da auch nicht irgendwie Rauch oder sowas reinmachen. Jedenfalls nicht, dass ich wüsste. Genau.
von dort, also von dem Basislager mit der Kommunikationsdingens, obwohl ich bitte, dass ihr da noch ein bisschen weiter entfernt kämpft, falls irgendwas ist, sind es noch ungefähr 8 Kilometer Marsch. Also ohne Haupt, also wenn ihr klug seid, ohne irgendeinen Weg zu benutzen, 8 Kilometer ist schon ein Stück. Okay. Stimmt. In dem Rucksack ist euer normales Zelt, eure, ich habe Tarnnetz dafür und so den ganzen anderen Kram, die man halt noch braucht, Kleinkram hauptsächlich. Gut. Ich habe nicht an Sakrotan gedacht. Das ist aber okay. Ein Survival Kit mit drin, mit Sicherheit oder sowas. Nee, ja, hast aber Glück gehabt. Stinky. Passt schon. Okay. Achso, wie gesagt, dort ist keine magische Unterstützung, aber ich nehme an, dass sie irgendwo in der Nähe zumindest an ein paar Punkten Glühmus haben, direkt um ihr Lager zumindest. Wir haben mal mit einer Drohne geguckt, was wir so sehen. Die wurde auch super schnell dann runtergeholt. Aber so wie ich das sehe, ist es nicht super dicht mit dem Glühmus, und wenn du irgendwie, was weiß ich, dich drüber levitierst, was ziemlich dumm wäre, dann könntest du unter Umständen unentdeckt bleiben. Außer, dass sie dich halt in der Luft sehen und dann direkt runterholen. Klar. Alles klar? Alles easy. Viel Spaß. Und bleib geil. Nee, Alter, ich könnte mir nicht... Nee. Ekelhaft. Ekelhaft. Alter! Der Sitz! Stopp! Du machst erstmal den Sitz sauber. Hier hast du einen Lappen, da ist Wasser in der Flasche und da hast du noch irgendeine Reinigungsscheiße. Ich mach den Sitz sauber. Das ist ein guter Zug von dir. Das hast du übrigens dann jetzt hiermit auch getan. Sehr gut. Dankeschön. Gern geschehen. Achso, und dann fährt er mit seinem Laster weg. Sehr gut. Na dann. Auf Wiedersehen, würde ich mal sagen. Mit Gebrüll. Das Wandern ist das Müllers Lust. Genau. Wir gehen vorsichtig abseits der Wege, die Richtung, die er gezeigt hat, quasi in dem kurzen Weg, ne? Ja, da musst du noch auf dem Weg bleiben, aber das ist halt so eine Art Wanderweg, der halt nicht so besonders häufig benutzt wird, weil keiner so wandert. Und ihr kommt dann auch ein wenig später an die Stelle mit dem Sendebaum. Okay. Wi-Fi habt ihr halt gegenseitig, aber naja, du weißt schon. Ja, ja, Wi-Fi ist halt raus. Jojo guckt sich halt hier nochmal um und würde sich dann aber auch noch schon ein Stück in die Richtung machen, wo wir halt hin sollen, weil wir ja eh nicht direkt an dem Ding zelten sollen, hieß es. Genau. Ich würde auch unser Wi-Fi und so weiter begrenzen, dass wir halt absolut minimal Mikrotransceiver geht ja. Genau. Ja gut, dann habt ihr halt keine Eier auf Dingsbilder, ne, und sowas. Die gehen ja quasi über mein eigenes Pan, also wirklich minimal. Na, also wenn du deine Sendeleistung begrenzt, ja, aber wenn du zum Beispiel jetzt nur Mikrotransceiver benutzt, meine ich nur, könnte halt keine Bildverbindung und so ein Shit haben, ist ja klar. Ja. Jutti. Beziehungsweise die Pistole kann quasi ja auch, ne, über die... Na, das ist alles klar, da habt ihr Kabel und Skinlink und was er nicht alles hat. Das ist ja bla, darum geht's nicht. Gut. Na, weiter in die Richtung, wahrscheinlich irgendwie erstmal zum Campen. Ein, zwei Kilometer. Mach da erstmal eine Teamwork-Survival-Probe. Yay! Okay, ich unterstütze dich, Kaban. Würfel mal 5 Würfel für mich, bitte. Survival geht auf... Was geht ins Kraft? Willenskraft. Oh, ich habe 3 Erfolge für dich, Kaban. Ja, mit deinen 3 Erfolgen habe ich dann weitere 3 Erfolge für uns beide. Geil! Also ihr findet eine Stelle mit Wasser. Und die ist einigermaßen gut geschützt. Also das ist so ein Felsvorsprung, da konnte man halt drunter campen und da ist halt Buschwerk und so ein Shit. Das sieht man relativ schlecht und man kann halt einigermaßen noch schnell weg über den Fluss. Weil da halt schon so eine Art Steg ist. Genau, es ist nicht eine Spur wilder Tiere vorhanden und auch sonst nichts Bösartiges. Jojo, die 2 Kilometer laufen, auch du hast ein erkleckliches Gepäck dabei, es ist ganz schön anstrengend. Das glaube ich, dass das ganz schön anstrengend ist. Dieses der nicht positive gewöhnt. Aspekt ist, ihr lasst ja ungefähr die Hälfte an Shit dann an der Stelle, wenn ihr aufbrecht, um was auch immer zu tun, was ihr noch so tun wollt. Wissen was? Kaban macht ja den Rest. Du chillst ja. Na, richtig. Jojo hatte zumindest versprochen, mal irgendwie gucken zu gehen. Achso.
Aber das kann sie ja auch fliegenderweise tun. Dafür kann man sich in ein Vögelchen verwandeln. Zum Beispiel. Dann braucht sie auch nicht so lange. Genau, und sie muss nicht so viel Shit mitnehmen. Und als Vogel fällt man auch nicht so auf. Im Wald. Auch bei der Drohne nicht so. Richtig. Ja, also wir basteln uns ein kleines Camp, tarnen das vernünftig ab. Ich grab auch ein kleines Loch fürs Feuer und so weiter und so fort und besorge halt Feuerholz für die nächsten Tage schon mal im Voraus. Du weißt, dass Rauch auch, ne? Deswegen hat Ja, er ein Loch gegraben. deswegen ein Loch graben und extrem, also das trockenste Holz nehme ich als erstes und trockne damit das nicht so ganz so trockene Holz. Weil trockenes Holz kann Rauch. Es ist, als hätte er mitgedacht. Hätte er mal gedient. Wahnsinn. Entschuldige bitte. Ich bin halt nicht so der Diener-Typ. Ja. Mann, heute ist echt furchtbar. Jojo. Was war das Ja. Letzte? Du wolltest jetzt dich in ein Vögelchen verwandeln und ein Ründchen fliegen. Genau, sie wollte sich zumindest mal einen Überblick über die Situation verschaffen und die Drohnen werden oder die Söldner dürften eigentlich nicht sofort misstrauisch werden, wenn sie da ein Vögelchen sehen. 8 Kilometer wirst du fliegen. 8 Kilometer sind doch nicht so weit in der Luft. Ja, du weißt schon, wie oft du bisher geflogen bist. Ja, du hast gesagt, du hast es geübt, aber 8 fucking Kilometer. Na, der Glück, das Glück Sie als kann Vogel. zum Beispiel auch zwischendurch landen auf Ästen. Plus das Glück als Vogel ist doch einfach, dass man auch viel mit Gleitflug etc. pp. Zu tun hat. Gleitflug über den Wald, wo du so gut wie keine Keine guten Aufwinde Aufwinde hast. hast. Stimmt Vorsicht, schon. meiner. Das ist sogar nicht ganz richtig. Was? Nicht ganz falsch, meinst Weil du? Weil? dass man keine Aufwinde hat auf dem Wald. Weil auch der Wald wärmt sich auf. Und dadurch gibt es dann Luft nach oben. Ja, aber du hast relativ wenig Gleitvögel über dem Wald, aber das ist irrelevant. Du weißt doch, dass du -2 auf alles bekommst, ne? Ich Also weiß mach nicht. doch bitte mal eine Probe auf Geschick und. Muss ich mich nicht mehr verwandeln? Na, was? Achso, Okay. doch, du musst dich erst noch verwandeln, weil dir das ja Bonuswürfel gibt. Das sind 6, 5 Würfel. Kaban? Force? 2. Fünf Würfel? Was sagst du? 5 Würfel. Okay. Und der Entzug sind 8 Würfel. Overcasten wäre nämlich jetzt echt dumm. Yay! Ja, gib mir Schaden. Alles klar, du beginnst den Tag mit geschmeidigen 2G. Schön. Also, das bedeutet, du hast einen Erfolg, das heißt, du hast immer noch minus 1 und würfelst mir jetzt bitte Geschick und Akrobatik. Das müssen 6 Würfel sein. Warte. Das sind 5, weil du minus 1 bekommst. Ach, ja. Ich wusste nicht mehr, ob ich Akrobatik 3 oder 2 habe. 2. 5 sagst du, ne? Zwei Folge. Na Juti, da bin ich mal nicht so. Du schaffst die entsprechende Anzahl an Kilometern mit relativer Leichtigkeit und einigen Pausen. Was ist das überhaupt für ein Vögelchen? Das ist wahrscheinlich wieder eine Krähe. Die gibt's auch im Wald viel. Juti. Du fliegst in die angegebene Richtung. Ja. Du siehst ungefähr 18 Leute. Ein Troll, mehrere Orks, ein Zwerg, keine Elfen. Der Mensch, muss sterben. keine Elfen. Ausgezeichnet. Ausgezeichnet. Doch ein, der naturverbundene Bursche vom Dings. Nein, natürlich nicht. Du hast Der mehrere. Magier! Ich kacke ihm auf den Kopf. Cheep, 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 cheep. Holt die runter, die hat mich angekackt. Ich würde es machen. Na klar, mit Also, so einem kannst du mir scheiß das nochmal Vogel. sagen? Ich wollte mir das aufschreiben. Dann müsste ich mir das ja auch aufschreiben. Das ist doch auch egal. Also, Es es sind war 18 ein Leute. Mensch, ein Ork. Also, es war ein Troll. Ein Zwerg und eine Menge Menschen und Orks. So, genau. Ungefähr das kommt doch hin. Es sind 6 Orks. Dann sind es aber noch 10 Menschen. Die du jetzt siehst. Du hast mehrere Zelte dort. So 4. Du hast ein Gerät. Mit Gerät meine ich, weißt du nicht, was es ist, aber es ist relativ groß.
Ist zurzeit auch nicht in Betrieb. Du hast zwei Wägelchen mit jeweils einem Maschinengewehr hinten drauf. Also montiert, du weißt schon. Die Leute sind natürlich anständig bewaffnet. Da stehen auch immer ein paar Wachen. Ein paar sitzen am Feuer und chillen. Ein paar lachen. Drohnen? Und singen. Du hast zwei Drohnen in der Luft, aber siehst mindestens drei weitere. Okay. Ja, also sie wird sich jetzt auch nicht hyper lange da aufhalten, weil es doch nicht ungefährlich ist. Hinterher kommen die doch mal auf die Idee, irgendwie Schießen zu üben. Sie. Mach mal bitte Wahrnehmung und Intuition minus 1. Kamen 6 Würfel, bitte. Zwei Erfolge. Jo. Und die essen das Jute, soll ihr essen. Das Jute. Okay. Dann fliegt, also wenn sie das Gefühl hat, sie sieht jetzt gerade mal nichts Neues, dann fliegt sie zurück. Ja, während sie weg war, quasi, hat Kaban, wie gesagt, das ganze Gedönse, Graffel und so weiter erledigt, von wegen abtarnen, Sachen Ja, in du den bist dann Weg sogar noch ein räumen und so bisschen weiter. eher fertig, die brauchen eine Weile. Ja, man kann sich damit richtig viel Zeit lassen. Ach Mit so, dem ja Abtarnen und dann. so. Also, ich Also. sag mal, so für einen Hin- und Rückflug alleine brauchst du bestimmt schon 3 Stunden. Ja, so lange brauche ich auch, um das vernünftig alles abzutarnen und so weiter. Also, ich baue da halt aus dem Bereich, wo man uns hätte sehen können, also baue ich dann halt wirklich auch, dass ich da halt kleine Büsche hinpacke, sodass halt normal aussieht, als wenn das wirklich, als wenn die da wachsen würden und so weiter und so fort. Sodass man halt wirklich Sichtschutz noch erweitert. Baue mir verschiedene Stellungen, in die ich reingehen könnte, um halt auszuweichen, um halt dann und unsere eigene Stellung wieder zu beobachten, die dann aber auch getarnt sind und so weiter und so fort. Quasi, wenn wir überrannt werden, dass wir irgendwo anders reingehen und da uns verstecken können. Weißt du? Ich verstehe das. Und ich heiße das gut. Ja. Kaban? Ja. In dir erwacht, natürlich nicht erst, aber auf jeden Fall steigt sie an, die Mordlust. Du weißt, was dein Vorteil besagt, ne? Nur, dass wir uns jetzt nochmal kurz verstehen. Nachteil. Ja, meine Ja. ich. Okay, gut. Die Jungs sind da. Ich werde sie töten. Alles gut. Juti, und du weißt auch, dass wenn du nicht drei Erfolge bei der Selbstbeherrschungsprobe hast, sobald du die siehst, also wenn du die nicht hast, musst du sofort aggressiv in die reinrennen und töten. Ja, leider schon. Juti, nur, dass wir das abgeklärt haben. Ich weiß, warum ich meinen Edge noch brauche. Ja, du hast ja nur noch zwei davon, ne? Stimmt. Oder hast du überhaupt drei Edge, ja, ne? Ja, er hat Ich drei habe Edge. drei Edge. Hast ja nur noch zwei davon. Wo habe ich das denn Ärgerlich. ausgegeben? Bei der Survival-Probe letztes Mal. Fürs Kochen wolltest du ja nicht. Ist richtig. Es hat dich genervt. Es hat dich so genervt, dass du so wenig Erfolge hattest beim Das letzten Mal. Würfeltool ist kaputt, Junge! Richtig, da Das war ja was. kam von dir ganz oft letztes Mal und ich habe Das mich hat so mich. gefreut, dass es mir einfach nicht nur mir so ging. Ich weiß, das ist gemein und ein bisschen missgünstig, aber es ist Ist einfach völlig in so Ordnung. schön, wenn es nicht nur mir so geht. Also jeder von uns ist ziemlich missgünstig, oder? Auf Vor jeden allen Fall Dingen ich. wird Julia zurückfliegen und wird sich dann auch zurückverwandeln. Sie wirkt erschöpft, aber das ist ja nicht so schlimm. Und Naksch. Stimmt. Okay. Okay, dann zieht sie sich erstmal an. Ich würde auch Mikrokameras und so weiter, um unseren Zeug zu verteilen, ein bisschen. Dann lass das Video nicht freier sehen. Ja. sonst wird die eifersüchtig. Wieso? Ich war doch nur campen. Ja, aber nicht, wenn Jojo nackt drauf ist. Nichtsdestoweniger verwandelt sie sich zurück und erklärt dir, was sie gesehen hat und würde dir auch so eine kleine Minimap, also so eine Schemazeichnung quasi anfertigen. Finde ich gut. So, das ist Was war erstmal. denn das ungefähr für ein Gerät, was sie mir da beschrieben hat? Ich. Also ich sag mal so, wenn Jojo und das Gerät nicht erkennst, erkennst du das auf gar keinen Fall los. So, ich habe keine Ahnung, was das war. Ich habe es nicht identifizieren können. Es kann alles gewesen sein, von einem Generator bis hin zu keine Ahnung was. Okay, vielleicht sind die ja genau deswegen, um das Ding da zu beschützen, da. Vielleicht ist da aber auch irgendwas drin. Vielleicht brauchen sie es noch irgendwo für. Vielleicht ist es auch nur eine Verpackung für irgendwas. Was weiß ich. Ich habe keine Ahnung.
Kann ich dir überhaupt nicht sagen. Wie sahen die Fahrzeuge aus, beziehungsweise die Straßen? Wird da öfter gefahren? Oder sind die Autos einfach nur dafür da, dass die jetzt da momentan stehen und die sind schon Ewigkeiten nicht mehr bewegt worden? Hat man nicht erkannt. Also Keine normalerweise Ahnung. erkennt man ja quasi, ob halt. Aufgewühlten Boden, ja, aber Genau. das siehst du, das ist schon schwierig, wenn es längere Zeit nicht geregnet hat und nicht schlammig ist, dann wird es schon schwer, das zu erkennen. Es geht. Ja, aber nicht, wenn da auch noch Blätterdach ist und alles Mögliche. Ich sag mal, Jojo muss auch ein bisschen drauf achten, dass sie sich nicht zu auffällig verhält als Vogel. Das stimmt. Cheep, cheep. Ich hab einen Vogel. Einen Jojo-Vogel. Kra. Beim nächsten Mal wird es der Kra. Papagei. Der fällt hier auf. Auf der nächsten Piratenparty. Nein, das auf gar keinen Fall fällt er hier auf. Auf der nächsten Piratenparty verwandle ich mich in einen Papagei. Dann bin ich Sieht ja ein auch mal eine Wing schöne. Woman. Haha. Badum. Ernsthaft? Das war nicht so wirklich lustig. Doch, irgendwie schon. Ich fand das schon ein bisschen witzig. Weil als Papagei kann ich ja sprechen. Das heißt, ich hätte mich einfach auf die Schultern von irgendwelchen Frauen setzen können und hätte dann irgendwie anfangen können zu sprechen. Oder zu Und dann. stöhnen die ganze Zeit, wie so Nee, ein nee, 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 Abgesetzte. zu, nee, nee, zu sprechen, weil dann hättest du nämlich da hinkommen können und dich für mich entschuldigen müssen und so weiter und so fort. Und dann hättet ihr direkt auch ein Gesprächsthema gehabt. Der kleine gesprächige Papagei, super. Genau. Der abgerichtet ist, um Frauen aufzureisen, fällt ja gar nicht auf. Wieso? Der ist doch nicht abgerichtet, um Frauen auszureißen, aber der muss halt zwischendurch mal Ausflug bekommen. Ich wäre voll das gute Wing-Woman. Warum bin ich denn nicht eher auf diese Idee gekommen? Ich finde die super. Nicht. Weil ich vorher nicht so gut zaubern konnte. Also eigentlich gar nicht. Deswegen wahrscheinlich. Möglich. Ach. Gut. Gefällt mir trotzdem ein bisschen. Werde ich irgendwann mal tun, wenn ich jemanden treffe, der das Bedürfnis danach hat. Genau, ich bin jetzt hier in festen Händen. Richtig. Und vermutlich auch noch länger, wenn ich mir die Pläne unserer Fahrt so anhöre. Genau. Ja, viel mehr kann ich dir jetzt erstmal nicht erzählen. Wie das jetzt genau Gut. läuft. Also ich habe ein paar. Also im Moment, gestehst du Spielleiter Jojo noch zu, dass sie vielleicht ein paar in Anführungsstrichen Wege ausgekundschaftet hat, damit Kaman sich, also bestimmte Stellen, wo er vielleicht dann leichter durchkommt als bei anderen oder so? Spieler das weg. Ich glaube nicht, dass du so weit unter der Blätterkrone geflogen sein wirst, weil das viel schwieriger ist. Ja, aber zumindest wenn da irgendwas, ein Fluss oder irgendwas, weiß ich nicht, was war, darum geht's mir ja, das sieht man ja dann auch. Ja. Ist ja okay, war nur eine Frage. Navigation und Intuition, das sind bei dir genau drei Würfel. Richtig. Oder hast du Navigation? Nee. Nein. Drei Würfel. Zwei Erfolge. Na, easy. Also du hast Heute ist. einen, nicht direkt den Weg dahin, aber einen Beobachtungspunkt, der einigermaßen entspannt ist. Das ist noch ungefähr in 800 Meter Entfernung. Aber da ist so ein richtig geiler, großer Baum, der sogar Karban aushält. Und von da könnte man unter Umständen durchgucken können. Okay, dann sagt sie Kaban das. Okay, finde ich gut. Dann warten wir auf die Nacht, würde ich sagen. Du willst nachts dahin? Ich will mir den nachts auskundschaften. Weil Ja, dann dann. sieht man mich definitiv nicht so gut. Das ist allerdings richtig. So, und ich habe Nachtsicht, die zwar auch, aber Die haben so eine Infrarotsicht. richtig, deswegen habe ich Wärmetarnung dabei. Stimmt. So. Und die sitzen hoffentlich am Feuer, wie das jede gute Ware macht. Und dann kann man die eventuell zählen und die Wachen zählen und so weiter und so fort. Außerdem, die schlafen. Ja, Warum das bin ist ich richtig, eigentlich aber so müde? die. Fliegen ist echt anstrengend, das glaubt man nicht, aber es ist echt anstrengend. Ja, du musst auch ganz viel schlagen, ne? Nee, aber die machen normalerweise einen Wachwechsel und man kann halt an der Hals, am Wachwechsel und so weiter sehen, wie viel Manpower die an sich haben. Ja, Normalerweise. du machst das schon. Das kriegt man schon hin. Mach das. Okay. Von den Beschreibungen, die Jojo mir gegeben hat, so von wegen Absicherung und so weiter. Also sie wird ja wohl gesehen haben, ob da irgendwie ein Zaun ist oder sowas. Mit Sicherheit. Gab keinen Zaun. Es gab keinen Zaun. Es Nee. gab keinen Zaun? Warum sollten Sie einen Zaun haben? Ihr seid mitten im Nirgendwo. Okay, es gibt Streuverdrähte, die wir nicht kennen.
und Bewegungsmelder in den Bäumen. Wäre aber schlecht, wenn die jedes Mal ausgehen, weil da sind ja auch Viecher. Und die Ja, bewegen die sich kann man daher ja auch. auf groß stellen, nicht wahr? Große Bewegungsmelder Bewegung. auf groß. In einem Wald, wo sich Äste bewegen und Blätter. Ja, das funktioniert. Der Ast dürfte nicht betroffen sein, weil die auf Wärme reagieren eigentlich. Es sei denn, das sind Laser, wie Dings da, Laserpointer, Genau, aber aber man kann ja große Bewegungen haben, also große Wärmesignaturen, die sich bewegen. Also Rehe maximal und die kommen nicht so nah ran, für gewöhnlich. Obwohl auch nicht immer. Wenn die es gewohnt sind, dann kommen sie ran. ich könnte was vergessen haben, Jo, du hast selbstverständlich die Hunde gesehen. Easy, es waren ja nur vier. Die konnte man einfach direkt immer wieder vergessen. Okay. Vielleicht, So ein kleiner Pudel, der macht keine Arbeit. so ähnlich. Ich brauche dieses kleine Geninchen. Ich liebe das. Das macht keine Arbeit. Die sahen jetzt Ich auch brauche nicht hier einen aus tollen wie Huhn. freundliche kleine Chihuahuas. Ja, aber das wären wahrscheinlich auch keine Berserker gewesen sein, oder? Na, ich sag mal, man züchtet ja Tiere in SR5 und SR4 und SR3. Wenn man sich einen Kampfhund Kangal. züchtet und einen Jagdhund, dann macht man, dass der einfach sehr viele Muskeln hat. Okay. Und sehr lange, spitze, scharfe Zähne. Und der Jagdhund wird vermutlich sehr windig und sehr schnell sein. Dann ist das ja ein Jagdhund. Na, eher so wolfsartig halt. Scheiß auf Oder so einen so. bekackten Dackel, du willst ja keine Hasen jagen, sondern Menschen. Okay. Ja, Jojo wird ihm das sagen. Hier. Kann ich ungefähr darauf schließen, was für Tiere das sind nach ihrer Beschreibung? Tiere. Jagd- und Kampfhunde. Ich kenne mich mit Hunderassen nicht aus. Das ist hier das Problem. Irgendwas Wolfsartiges. Ich meine, es gibt ja auch Züchtungen, die kennt keine Sau. Irgendwas Wolfsartiges zum Jagen und irgendwelche richtig harten Berserker-Viecher zum Berserken. Kangal, juhu. Berserker, habe ich gesagt. Ja. Erinnerst dich noch daran an unser erstes Gespräch, dass ich mir einen Kangal haben möchte? Weil ich Ja, diese der war Tiere. irgendwie 4 Meter groß oder sowas, ne? So geschätzt, ja. Zu unpraktisch im Wald. In Jojo-Größe meine ich. Ja. Umgerechnet. Also, ne? Gefühlt ist das Ding größer als Jojo. Und kräftiger und so. Die kann darauf reiten. Ja. Hunde sind ja quasi die gemachten Reittiere, evolutionstechnisch auch so vorgesehen. Sicher. Jedes Tier ist evolutionstechnisch für ein Reittier, also. Natürlich sind sie das alle nicht. Aber das ist sehr egal. Also, gegen Reiten habe ich nichts. Das dachte ich mir. Hast du gesagt, dass meine Wortwitze heute daneben gewesen wären? Schon. Ich frag nur. Ist ja vollkommen okay. Dann sind wir uns einig. Sie? Fliege. Nee, da hast du schon. Ja. Sie fliegen. Jojo spielt Schön. mit ihrem Jojo herum. Ja, sie hat ein Plastik-Jojo dabei. Moment. Carbon, so RFID-Löscher, viel zu schwer. Aber ein Carbon hätte Jojo. Jojo mit Wissewie. Ja, genauso groß ist das Ding. Na, Jutti. Jojo hat immer ein Jojo dabei. Diese Frau. Ja. Wir warten auf die Nacht, würde ich sagen. Es dürfte ja auch nicht mehr allzu lange hin sein, ne? Gut. Wir machen halt so ein kleines Glimmfeuer, das halt nicht wirklich viel Licht abstrahlt und Es ist vor allem. August, es ist warm. Achso, na gut, dann brauchen wir kein Licht. Ja, kein Feuer. Das ist gut. Licht auch nicht. Ja, Ihr habt ne, restlich das. Taschenlampen, also. Und so Ja, dunkel ist es normalerweise ja auch macht man das ja nicht einfach, im Wald. damit die Moral ein bisschen erhöht und das wärmer ist. Weil ein Feuer erhöht die Moral und so. Aber egal. Ich lasse sie dann. Will sie mit? Willst du mit? Nee. Gut. Dann warte hier Gibt's und keine Verabschiedungsszene, keine Umarmung, kein Du machst das schon meiner, kein Schulterklopfen, kein Nö. Nix. Ich nehme mein Jagdgewehr mit. Das ist auch eine gute Verabschiedung, finde ich. Ja, ich wollte es nur gesagt haben. Ja, du nimmst dein Jagdgewehr mit. Und dann wirst du diesen Baum besteigen. Ich werde ihn erstmal auskundschaften. Ich werde mich an diesen Baum anschleichen und werde diesen Baum auskundschaften. Ja. Weil Kurze das Frage, wäre. ihr braucht mich ja gerade nicht.
Das wäre so der Punkt, wo ich Dinge anbringen würde, wo, ne? Weil das ist Hä, halt wo du. so. Ach so, das meinst du. Nee, das ist mir. Okay. Dann benutze ich mein Klettergeschirr, um auf diesen Berg Du hoch. hast dafür kein Klettergeschirr. Du hast Akrobatik 3 und der Baum lässt sich ganz gut besteigen. Und du hast einfach mal Stärke 7, hast 10 Würfel, um einen verkackten Baum hochzuklettern, das musst du hinkriegen. Ja, ich schleich den verdammten Ich kack. Baum. Ja. Den verkackten Baum hoch, ja. Gut. Mache erstmal Intuition und Heimlichkeit. Hey, heute ist ein Erfolgetag bei mir. Ich bin so richtig, richtig, richtig auffällig heute. Jutti. Also Ich erstens. habe übrigens eine Wärmedämpfung minus 4, ne? Also. Dein Magen grummelt. Zweitens. Du bemerkst, dass die beiden Drohnen, die Jojo dir heute mit Position beschrieben hat, jetzt andere Positionen haben und plus nochmal zwei. Das sind kleinere Drohnen, die halt eher so Kundschaften sollen, durch die Gegend fliegen. Sie werden dich sehr bald an dieser Position erreichen, wenn du jetzt nicht abhaust. Und du siehst von hier keine andere sinnvolle Position, wo du was sehen könntest. Du kannst ein paar davon, also ein, zwei springen ins Auge, die man ausprobieren könnte. Aber da ist halt die Möglichkeit gut gegeben, dass man dich entdeckt. Dann merke ich mir die ungefähr, wo die sind Na, du und hast ja eine Karte, verschwinde hier. kannst du ungefähr einzeichnen. Ja, und verschwinde dann hier relativ zügig. Die Drohnen fliegen ja immer, also ich Die beobachte. Drohnen fliegen, so wie du das jetzt gesehen hast, keine besonders regelmäßigen Muster. Aber die eine ist halt ungefähr auf die Stelle zugeflogen, wo du bist. Also den Quadranten nenne ich es mal. Ja, da würde ich mich quasi. Gibt es hier in der Gegend etwas, wo ich mich in so eine Mulde oder sowas, in die ich mich abtarnen kann? Ich dachte, das hast du vorher schon gemacht. Ja, ich Dass du meine dich mit direkt Dreck an meinem beschmiert Baum, hast oder nee, so. vom Baum quasi. Na, ich dachte, du hast dich schon mit Dreck eingeschmiert. Ja, aber ich meine, mich nochmal in diese Mulde Ach, rein. Ja, genau. reinlegen. Ein bisschen Geäst drüber, ne, so ein bisschen tun als bisschen Laub drüber über meine Beine und so weiter und so fort, dass man mich halt nicht sieht. Na, du hast einen Erfolg. Nein. Gibt's nicht. Meh. Das Ding ist ja, du bist ja einfach 74 Meter, also Quadratmeter groß. Und Gefühlt. so viel Mulde gibt es ja nicht. Und so viel Laub. Ich merke das, ich merke das. Das ist hier ein scheiß Nadelbaum. Wald. Ja, das ist ein Okay. borealer Nadelwald. Passt so ein bisschen. Ist okay. Dann müsste zwar alles gefroren sein, aber okay. Ja, dann weiche ich aus. Ein bisschen nach hinten. So dass die Drohne mich nicht kriegt. Und wenn die Drohne wieder geht, folge ich ihr quasi wieder. Dass sie wieder, ne, dass ich dann halt wieder Richtung Baum gehe. Weil, wenn die das einmal kontrolliert haben, werden die es wahrscheinlich nicht die nächste Zeit nochmal kontrollieren. So der Hintergedanke. Gut. Du gehst da hoch und Jojo Also hatte ich recht, man warte, ne? kann davon von dem Punkt aus was sehen zum Zeltlager. Das Ding ist, man kann sogar noch besser gesehen werden. Also du siehst ungefähr ein Drittel und wenn sich die Wache einmal in die Richtung umguckt, kann es durchaus gut sein, dass sie dich einfach erspäht. Und ich weiß, dass du getarnt bist und Wärmedämpfung hast. Du musst aber Folgendes bedenken. Dass der Ast, auf dem du dich bewegst, der hält dich, aber du musst ab und zu mal ein bisschen die Balance halten und mal ein bisschen ein Bein hochnehmen, weil das ja übelst anstrengend ist, eine Weile da zu hocken und so. Und das ist alles Bewegung, die halt auffällig ist, um das dir nochmal anders zu beschreiben. Du hast einen Erfolg und ich habe drei Erfolge beim Beschatten. Verstehst du das Problem, das sich hier darstellt? Ja, schon. Gut. Also wenn ich merke, dass es zu wackelig wird, dann hau ich auch wieder ab. Jutti. Du hast immerhin gesehen, da ist jetzt eine Wache im unteren rechten Eck. Die hast du auf jeden Fall gesehen. Die hat mich wahrscheinlich auch gesehen, ne? Nee, weil du warst jetzt vielleicht da 3 Minuten. 4 Minuten, 5 Minuten. Ich gebe dir, weil ich der letzte und beste Mensch bin, ja die Gelegenheit abzuhauen, bevor die dich entdecken und dich ohne Informationen rausgehen zu lassen. Gut. Dann wechsle ich die Position. Dann wirst du jetzt, wo du den Typen erstmal gesehen hast, kurz mal Selbstbeherrschung werfen. Oh. Vendetta!
Ich habe, das ist Willenskraft Willenskraft und. und Charisma. Oh, das ist so. Na komm, Kaban, drei Erfolge. Ich habe nur sechs Würfel, das ist ja bewusst, oder? Das hast du auch schon Besseres geschafft. Na komm, einer. Oh, hat er nicht gemacht! Das war so Ein klar. Erfolg. Also der Typ, der gerade mit diesem Holzzahnstocher in seinem Mund rumgegeiert hat. Der Blut, also, ne? Der hat das Blut von Dörfern an seinen Händen. Der hat vermutlich Frauen wie die deines Dorfes und Männer vergewaltigt und dann abgeschlachtet, während sie zugucken und helfen durften. Der Typ hat Massaker veranstaltet, die jenseits von Gut und Böse liegen. So wie an deinem gesamten Dorf. An deinem Bruder und deinen Eltern und einfach jedem, 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 jedem. Und um das abzukürzen, Vendetta! Ich habe so lange gewartet, bis ich das endlich mal hier reinbrüllen kann. Das ist unglaublich. Drei Hast du es. Erfolge beim Schießen. Hast du einfach beim Schießen? Und ich dachte schon. Na, Juti, das Problem ist, vielleicht müssten wir erstmal über Modifikatoren reden, meiner. Ach so. Ach so! Sag doch eher was. Fernkampfmodifikatoren habe ich nicht. Ich habe eine Sichtvergrößerung. Du bist so ein hässlicher Wichser. Warte. Da ich auch restlich und rot habe, habe ich auch noch, ne? Ja, warte doch erstmal ganz kurz ab. Wo ist denn das? Ich will den Typen eigentlich gar nicht erschießen, verdammte Seuche. Ach so. Reichweite, da ist es doch. Also, 800 Meter hat man gesagt, ne? Dann guck mal da mal, was hast du? Du hast Sniper Rifle. Jo, kriegst ja einfach mal geschmeidig minus 3. Ich habe eine Sichtvergrößerung, also sprich, kriege Minus ich 2. minus 2. Minus 1, Entschuldigung. Ja, dann kann ich mich so lange beherrschen, dass ich noch eine Runde ziele? Eine. Ah, Na guck. Moment. Du bist ja jetzt von dem Baum runter, das heißt, du hast schlechtere Sicht auf ihn. Wieso? Ich habe mich Dann, dann. oben, ich habe mich quasi oben habe ich ihn gesehen, also muss ich ihn erschießen, oder? Oder wie war das? Die Logik gebietet das tatsächlich. Als ob ich vom Baum Ja, nee, du runtergeballert. hast recht, du musst ein besseres Ziel abgeben, falls die dich. Eben. Ja, stimmt schon. Oh Gott, So. das geht so in die Hose. Was hast du für PB? Minus 2 wahrscheinlich, oder? Ich muss gerade mal gucken. Accuracy habe ich da aufgeschrieben, aber ich habe mir keine Waffe aufge kein Damage Was ist denn aufgeschrieben. das, die Winchester? Ja, klar. Minus 1. Minus 1. Accuracy 4 übrigens, mit Smart Link 6. Ich habe doch die spezielle Version mit 9. Ach so, ja. Ist auch völlig egal, weil du ohnehin nur drei Erfolge hast, Ja, deswegen ja. Ach so, ist das das schon der finde neue ich. Wurf? Nee, ist nicht der neue Wurf, stimmt. Hast jetzt minus 1, wir wollen mal realistisch bleiben hier. Das wird viel ändern. Okay. Das ändert natürlich gar nichts. Ach so, scheiße. Drei Erfolge. So, minus 1 PB hast du ja gesagt, alles klar. Und was möchte dein Grundschaden uns so sagen? Ich habe es mir ehrlich gesagt nicht aufgeschrieben, das ist faszinierend. 10? Ich glaube, das war 11. relativ groß. 11 ist es. Wo ist der denn? Warum habe ich den nicht? Ich habe keine Ahnung. Ah! Warte. Dieses blöde Blatt hat sich verzogen, deswegen geht das halt bei mir nicht weiter rüber. Scheiße. Also bei mir steht 11, also hast du 14, also sind das. Juti, also, du schießt, triffst die Saftsau direkt in die Brust, er stolpert zurück, fällt nach hinten und schreit irgendwas. Es Da, der lebt noch? Aufruhr. Ja. Der sollte nicht überleben. Das ist schon richtig, aber die Leute sind halt so Berufstöter wie du. Und naja. Minus 2, hä? Wie minus 2. Ja, wenn ich jetzt nicht einmal ziehe, dann muss, habe ich minus 2, richtig? Die Waffe hat EM. Du hast ja auch nichts. Ja, ich bin eine Kampfrunde. Ich bin ja sowieso nur Du einmal in der willst. Kampfrunde. Machst das voll richtig, meiner. Juti, du hörst, wie es gewissen Aufruhr auf dem Ding gibt und du willst ihn nochmal abknallen, aber er liegt jetzt halt in Deckung, weil er ist halt umgefallen. Nein, wir
Manchmal muss man sich ja fragen, warum tut denn Kaban überhaupt so, als würde er sich vorbereiten, von wegen, ne, ich mache hier unser Lager ganz schick und ich, gut, Infos hat er sich nicht wirklich vorher zu dem Lager eingeholt oder sonst was. Also warum hat er sich überhaupt nur im Mindesten vorbereitet, wenn er dann halt gleich aggro geht? Das ist halt wirklich ein schlimmer Nachteil dazu. Es war ja folgendermaßen, das spielt für die nächste Folge eine wichtige Rolle. Als Daddy diesen Charakter machte, war ja für mich klar, das ist ja nur, der ist ja nur eine Episode da, ne? So, und dann habe ich gesagt, okay, Vendetta. Du willst echt Vendetta nehmen, alles klar, das ist so ein Nachteil, den ich dir in normalen Runde einfach nur um die Ohren hauen würde, weil es ein übelster Scheißnachteil ist. Vor allem, weil du es ja eigentlich noch mit Feind verbinden musst, bla bla, habe ich gesagt, brauchst du nicht so. Weil der wird selten auftauchen, aber wenn, dann wird er dich als Spieler einfach nur komplett ficken, übelst viel Spotlight von der Gruppe einfordern. Und dann muss ich dich halt einfach nur die ganze Zeit dazu zwingen, richtig dumm zu sein. Das ist so ein Nachteil, den hasse ich. Aber okay, dir ist klar, dass wenn ich es drauf anlege, ich dich damit töte mit dem Nachteil. Und er sagte, jo, ja, das ist okay. Und er ist ja jetzt drauf und dran, sich in gefährliche Situationen zu begeben. Wenigstens hat er es eingesehen. Vendetta an alle Spielleiter. Kannst du nicht zulassen, so ein Nachteil. Der ist, das ist einer dieser Nachteile, den kannst du einfach vergessen. Gut. Dann, was noch wichtig ist ja, dass wir heute wieder gelernt haben, die Matrix hat Nachteile. Sogar ganz massive. Sie gibt dir neue Spitznamen. Ne Stinker. Werde ich leider nicht durchziehen, weil ich glaube, es würde mich als Spiel auch viel zu sehr nerven und naja, wir sind ja immer noch zum Spaß hier. Das ist zu fies. Das mache ich nicht. Aber ich werde ihn natürlich immer wieder damit aufziehen können, dass er. Naja, dass er halt sich Windeln anziehen soll, das nächste Mal, wenn er eine längere Reise vor sich hat. Und dann. Es ist ja so, dass ich auf viele Regeln verzichte oder viele Regeln abändere. Es gab dazu teils auch schon Fragen, was klar ist, weil ich halt einfach manche Dinge ignoriere. Und ich kann ganz gut erläutern. An folgendem Beispiel, warum ich das tue. Man stelle sich Folgendes vor. Dude Lohnsklave Nummer 1, das ist sein Name, ist in einer Bar, zusammen mit Dude Lohnsklave Nummer 2. So. Und die beiden geraten in Raufhändel, in Streit, in Zwist, in Zank und werden handgreiflich. Dude Lohnsklave Nummer 1 hat sich schon mal auf dem Schulhof geprügelt, bis zum 18. Lebensjahr auch, wöchentlich, aber ist natürlich jetzt mit seinen Mitte 30 etwas raus und hat nicht die Erfahrung im sich schlagen. Er hat also waffenloser Nahkampf 1 und Geschick 3, denn er hat alle Attribute auf Reihe, er ist ein bekackter Lohnsklave. Dude, Lohnsklave Nummer 2, dem geht es ganz genauso, weil die sich so ähnlich sind, prügeln die sich ja jetzt auch, ne? Er hat also auch einen waffenlosen Nahkampf, 3 Geschick und alles andere auf 3. Wenn die sich jetzt prügeln, passiert jede Kampfrunde Folgendes. Ist egal, wer zuerst dran ist. Vollkommen irrelevant, denn der eine hat 4 Würfel zum Zuschlagen und der andere hat 6 zum Ausweichen. Es gibt also keine Kneipenschlägereien mit unerfahrenen Leuten, weil die sich nie treffen werden. Nie! Es wird einfach nicht passieren! Okay, tolle Regel, alles klar. Wenn der jetzt seinen Kumpel dazu holt, also einer von beiden, ist ja egal wer, also das wäre sein Kumpel, wäre dann Dude Lohnsklave Nummer 3, dann würde ja Folgendes passieren. Der nimmt seine 4 Würfel, der erste, haut die Opposition, trifft nicht. Also höchstwahrscheinlich wird er einfach nicht treffen. Opposition haut zurück, trifft auch nicht. Jetzt ist der zweite dran. Der bekommt plus 1 wegen Freunde im Nahkampf und der andere bekommt minus 1 zum Ausweichen. Hat der 5 Würfel und der andere hat auch nur 5. Dann ist die Wahrscheinlichkeit immer noch 50-50, dass er nicht trifft, obwohl die zu zweit auf den losgehen. Jo, tolle Regeln. Aber das ist noch nicht das Beste. Dude Lohnsklave Nummer 1 wird jetzt richtig fruchtig. Sein Kumpel ist schon weggegangen, weil der war zu erschöpft vom Nicht-Treffen. Und der zieht eine Waffe.
Du, Lohnsklave Nummer 1 hat natürlich wenig Erfahrung mit Waffen. Um genau zu sein, hat er keine. Denn die sind im Konzern nun mal nicht so richtig erlaubt, nur Taser. Und naja, das heißt, er hat seinen 3 Geschick und hat halt keinen Skill, das heißt, er hat 2 Würfel. Jetzt steht seine Opposition, Dudelohnsklave Nummer 2, in 1 Meter Entfernung. Das heißt, er bekommt von mir, weil ich so ein richtig netter Typ bin, den Bonus Point Blank. So, ihr müsst euch jetzt Folgendes vorstellen. Der steht 1 Meter von dem Typen entfernt, nimmt die Pistole, richtet die auf den und hat 4 Würfel zum Schießen. Und weil er sich denkt, ich will den Richard töten, feuert er eine Salve ab mit der Pistole. Ne? Also die hat jetzt mal EM, ist ja klar. So, bam, bam, bam. 3 Schüsse aus 1 Meter Entfernung. Der andere Typ, der kriegt dadurch -2 beim Ausweichen, hat aber immer noch 4 Würfel. Und damit genauso viel wie der Typ, der direkt vor ihm steht. Die Wahrscheinlichkeit mit 3 Schüssen aus 1 Meter Entfernung, wenn beide nichts können, jemanden abzuknallen, ist immer noch 50-50. Du wirst ihn höchstwahrscheinlich trotzdem einfach nicht treffen. Weil ja im Sinne des Verteidigers, wenn gleich viele Erfolge. Was sind das für Regeln, Alter? Es gibt weder Kneipenschlägereien mit unerfahrenen Leuten. Du brauchst mindestens einen 3er Nahkampfpool oder höheres Geschick, um überhaupt jemanden zu treffen. Also damit die Wahrscheinlichkeit überhaupt gleich groß ist, dass du jemanden triffst. Und mit einer Waffe aus 1 Meter Entfernung wird es immer noch sehr schwierig, wenn du keinen Salvenmodus hast. Also vielleicht habe ich ja was falsch verstanden, aber ich fand das einfach unheimlich witzig. Nach SR5-Regeln gibt es keine Kneipenschlägereien. Die Typen stehen einfach nur vor sich und treffen die ganze Zeit nicht. Und irgendwann fällt einer um, weil, naja, der hat halt Herzprobleme. Aber gut. Das nur als kleines Nebending, weil mir das auffiel und ich das einfach unheimlich witzig fand. In der nächsten Folge dann, Gaban will es wissen und will richtig viele Söldner abschlachten. Und mir liegt nichts an den Söldnern, kann er machen. Gucken, wie es wird. Und ja. Die Musik ist von German Shepherd mit dem Lied Russian Style auf dem Album Great Style. Für alle rechtlichen Informationen in die Beschreibung. Und bis zum nächsten Mal. Aha, vielleicht noch ganz wichtig. Es ist höchstwahrscheinlich, dass. Also, es ist die vorletzte Folge dieser Episode, also dieser Staffel. Wir haben es dann bald mal geschafft, tatsächlich. Dass die 10. Staffel, vielleicht, dass da 1 Woche dazwischen Pause ist, das könnte unter Umständen höchstwahrscheinlich passieren, weil das mit dem Schneiden für mich gerade nicht so einfach ist. Wir haben auch länger nicht gespielt. Und für mich auch nicht richtig Zeit hatte und für die 10. brauche ich ja wieder ein neues Bild und so ein Shit. Also wir haben schon das neue Bild, aber bla und Musik und überhaupt und Penis und Pansen. Und Buttplug. Das nur als Vorwarnung. Bis zum nächsten Mal.